Hallo, hier ist der Deep Star. Willkommen zurück zu heute in Lemmings 93. Heute am 15.12.2012. Ja, beim letzten Mal haben wir, also gestern haben wir das zweite Level vom zweiten Schwierigkeitsgrad gemacht. Und ja, heute geht's weiter mit dem dritten, logischerweise mit dem dritten Level. Heute gibt's dann wieder ein Level nur. Morgen gibt's dann zwei. Morgen ist der dritte Advent, aber heute erst noch nicht. Deswegen gibt's heute nur ein Level. Und zwar Level 3. Check your hands, so heißt dieses Level. Ja, 80 Lemminge hier, 100% retten, Veröffentlichungsrate von 20 und 6 Minuten Zeit. Ja, sieht eigentlich nicht sehr schwer aus, wenn ich das richtig deute. Wenn ich das richtig deute, sind alles Ausgänge unten. Hm? Ja, ist so, das ist aber so. Wir fangen hier oben an und sollen hier unter. Irgendwo. Können wir aussuchen oder was? Ja, sieht eigentlich nicht sehr schwer aus. Ja, machen wir am besten mal. Ja, legen wir mal los. Ja, Ton. Der Ton wollte jetzt gerade nicht wirklich. So, der muss ich mal abbremsen, glaube ich. Weil sonst kommt der, wird der drüber weglaufen. So, und mal runter da. Mal hauen. So, wenn das alles gewesen sein soll, dann ja, vielleicht, ja, nochmal eine kleine Erinnerung an das vorherige Schwierigkeitsgrad oder so. Aber mal schauen, ne, was hier jetzt passiert. Eigentlich sollte das ja gewesen sein, ne? Ist ja nichts weiter los. Deswegen, ja, alle reingefallen rechtzeitig, damit die runterfallen, alle rechtzeitig reingekommen. Ja, würde ich sagen, wir haben das Level geschafft, ne? Oder auch nicht. Wir laufen nie rein. Was ist das denn? Hallo? Die laufen nie rein. Hä? Warte mal. Da geht nichts hier. Ja, reinklettern tun sie auch nicht. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Ich muss alle retten, ne? Hä? Hier tut sie aber nichts, also. Ja. Dieser Eingang, dieser Ausgang ist doch nicht so einfach. Muss man nur sagen. Weil. Ja, können wir mal richtig sehen, wie das hier schön explodiert. Ja, am Lemminge. Also. Ja, ist doch nicht so einfach. Hä? Hab ich nicht gerade verstanden. Muss ich den zweiten, muss ich jetzt mir einen richtigen raussuchen oder was? Check your hands, so ein Level. Also, es muss doch mir einen Tipp, Hinweise geben oder was? Hinweise? Gucken wir uns mal an. Also, der funktioniert definitiv nicht. Da müssen wir da so ein Eingang, nicht, Ausgang nicht funktioniert. Hä? Ist das hier so eine Art Such den Unterschiedbild oder was soll das aussehen? Gibt es ja auch einen Weihnachtskalender? Gibt es ja auch so einen Kalender, wo es das Schokolade so Bilder gibt, wo du vergleichen kannst, was falsch ist? Ja, weil ich weiß mal nicht, wer sowas kauft, weil Schokolade ist halt das, ist halt der bessere daran, aber naja. So, gucken wir mal hier, ich sehe jetzt keinen Unterschied. Sieht ihr da irgendeinen Unterschied? Ja gut, ihr könnt mir jetzt eh nicht schreiben, ihr könnt mir eh keine Antwort geben jetzt in den Kommentaren heute Nachmittag. Aber, da sehe ich keinen Unterschied. War auch nicht. Also ich gucke hier gerade ein bisschen rum, deswegen bin ich gerade etwas stiller, weil ich hier nichts verpassen will. Sieht alles gleich aus. Puff. Sieht alles gleich aus irgendwie. Da auch. Ja, hier im Gestrüpp irgendwie was anderes oder so, aber hier sieht es auch. Die sehen alle gleich aus. Also irgendwie, ich habe da momentan keine Ahnung. Ja, puff. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich nehme mal den letzten. Wenn es der erste nicht war, dann nehme ich halt den letzten mal. War von wegen verführerisch oder so, ne? Verführerische Sachen. So. Den einen bremse ich mal wieder aus. Den einen hier. Damit der hinterher auch reinfällt, sonst läuft er drüber weg. Weil das hier nur keinen Unterschied machen würde hinten, aber ach egal. So. Ja, irgendwie. Ich habe momentan ehrlich gesagt keine Ahnung. Was das hier soll, dieses Level. Ja, der Ausgang funktioniert nicht. Ja, nehme ich mal den letzten einfach mal. Von wegen statt nach hinten nach vorne. Aber ich habe mich ja hinten nach vorne vor oder so. Ich muss mal gucken. Da reicht das ja auch schon. Wenn ich mir auch den hier, ich weiß es nicht, welchen von den dreien ich jetzt hier nehme. Einen von den dreien auf jeden Fall. Auch wenn die irgendwann gleich aussehen. Aber irgendwas muss ja anders sein an dem anderen, an einem Ausgang, ne? Oder mehreren sogar.
Weil sonst würde der funktionieren, aber ich sehe da keinen Unterschied. Leider. So, ich lasse sie einfach mal hier warten, bis sie. Ich nehme mal den letzten. Vielleicht ist er darauf angelegt, von wegen, dass man, ja, sich langsam vorarbeitet, bis man den richtigen findet. Deswegen machen wir das gleich mal schneller und nehmen gleich den letzten. Wenn das denn nämlich ist, brauchen wir nämlich Zeit. Ja? Wenn das nicht ist, dann weiß ich es gerade auch nicht. Ja, mal schauen. So. Okay, sind alle angekommen hier hinten. Die fallen alle rein. Und mal schauen. Da sollte auch alles reichen. Das ist alles kein Problem. Wie man den unten bringt, alles sicher ist ja kein Problem. Haben wir auch letztes Jahr schon gelernt. Weil gab ja auch da so ein Level, was ja so ähnlich war, im Grunde nur mit einem Ausgang. Aber ist ja leichter. So. Weil sonst wenn die nämlich, dann würden die nämlich ruhig nicht nämlich hier durchfallen und wären sie tot, ist klar. Ja, der Ausgang ist es auch nicht. Der Ausgang ist es auch nicht. Hä? Ja, kann ich alles sprengen, ne? Ich gebe zu, dass ich momentan nicht weiß. Aber sieht immer schön aus, lass mal ein bisschen Lemmings knallen. So. Ja. Das war auch nicht. Den richtigen Ausgang finden. Hat das was hiermit zu tun mit dieser Mini-Grafik? Dass das der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Ausgang ist? Weil hier nämlich hier so eine Art weißes Dinges vor und drunter ist, aber vielleicht ist auch ein. Vielleicht ist auch einfach nur so, weiß ich nicht. Welcher ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5. Nehme ich mal den fünften. Den fünften. 1, 2, 3, 4. Aber hier unten, aber hier sieht nichts anders aus, aber ich nehme mal den einfach mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist jetzt der dritte Versuch, den ich mal aufprobiere. Weil, ich weiß es sonst nicht. Hat das hier was mit zu tun? Hier auf der Minimap? Aber dann ist ja das genauso hoch wie die beiden. Der ist es auch nicht. Weil hier auf der Minimap irgendwie mit der Pixelhöhe oder was? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, nehmen wir mal das nochmal hier, diesen Ausgang. So. Aber sonst wüsste ich nicht, ehrlich nicht. Weil es kann höchstens noch hier in der Pixelhöhe zusammenhängen hier. Wie hoch dieses Ding hier ist, aber. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nehme ich mal diesen Ausgang. Mal gucken. Weil das mit der ist, der laut Levelübersicht hier einen anderen Untergrund hat, aber. Der ist es auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das beschäftigt uns ja Samstag heute mal zur Abwechslung. Weil wir richtig auch noch nicht finden. Das kann doch nicht sein, ey. Das kann doch nicht sein. Boah, das ist der falsche Ausgang eben. Den war doch der, ne? Den haben wir doch eben genutzt. Den hier. Also, er muss irgendeinen anderen Hinweis geben, weil die Pixelhöhe ist es definitiv nicht. Sind drei auf selben Höhe. Ja. Die anderen sind auch alle auf selben Höhe, ich weiß nicht. Ich habe irgendwas übersehen vorhin, weiß ich nicht. Also der funktioniert nicht, das wissen wir. So, sehen die irgendwie anders aus? Wie der? Nein, oder? Nee, und der Eingang ist irgendwie nicht verformt oder so. Nein, also. Und der funktioniert auch nicht? War euch der? Pff, ich sehe da nichts, tut mir leid. Beim Strip ist nichts anderes. Alles ist selbe Form. Selbst die Fackeln sind synchron. Ja, also selbe Fackelgrafik. Also das ist auch zeitlich genau synchron. Hä? Ich verstehe das nicht, dieses Level hier. Hier ist irgendwie ein Unterschied. Nee. Hier? Doch, hier ist ein Unterschied. Hier sind die Kerzen nämlich extra falsch positioniert. Hier ist nämlich vor dem Kerzenhalter gezeichnet worden, dieses Ding hier. Das könnte der richtige Ausgang sein. Weil die anderen sind alle korrekt hier, aber der nicht.
Nehmen wir den. Der ist direkt in der Mitte. Ja, hätte man egal wie wir zusammen hervorgearbeitet hätten. Ach, das hab ich gar nicht gesehen hier. Dass hier die. Dass die Kerze hier vor dem Kerzenhalter ist, positioniert ist. Das könnte wahrscheinlich der Ausgang sein. So, nehmen wir die nochmal ab hier und suche jetzt gleich nochmal den richtigen. Das müsste dann. Wo ist er denn hier? Da. Das ist der. Habe ich irgendwie gar nicht gesehen, irgendwie beim Übergucken, aber ja, hier ist der. Hier ist der Unterschied. Ja, ich vermute der richtige Ausgang, denke ich mal. Hoffe ich mal. Das muss ja, weil das einzige Unterschied, der mir noch auffällt, dass der vor der Kerzenhalter ist und nicht im Kerzenhalter wie hier. Oder hinter. Ist ja 2D. Aber eigentlich ist das ja im Kerzenhalter, was sie eigentlich symbolisieren, ne? Ja. Aber die können die nur abfangen. Die können ja runterschweben. Dann geht's ja noch. Glück gehabt, ey. Wenn das überhaupt richtig ist. Vorausgesetzt. Aber jawoll! Dann muss ich nur abwarten, bis die zurückkommen. Ja, das ist der richtige Ausgang. Ey, da wollen wir kommen. Nur echt genau gucken. Ist ja fies. Ja, die laufen immer hin und her. Ist halt leider so. Ist halt direkt in der Mitte der, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, direkt der in der Mitte. Ja, da wollen wir drauf kommen. Ja, das ist dieses Level. Ja. Gar nicht so einfach, hat er doch gar nicht so beschäftigt, obwohl es natürlich ziemlich einfach ist, ne? Wenn man betrachtet, 199 hochstellen und dann runterbuddeln. Aber, ja, selbst das kann schwierig werden. Wenn entsprechend so viele Ausgänge sind, nur einer funktioniert. Aber, nun ja, jetzt haben wir es ja in der richtigen gefunden, ist ja gut. Ja, morgen gibt's dann zwei Levels. Der dritte Advent schon, also kommen sehr stark an Weihnachten näher. Und ja, jetzt, heute war, das war dafür extra, besonders lang extra heute für euch, ne, weil wir richtig Ausgang nicht gefunden haben. Aber wir haben es geschafft diesmal, ja, daher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal, also, bis morgen.